seit Jahren, seit vielen Jahren ein Begriff im Motorsport, den er in der Gegenwart natürlich auch einer, der sich auskennt. Als ich das Sachsenring vor Jahren, vor vielen Jahren, welche Erinnerung gibt es für dich an diese Rennstrecke hier in Sachsen? Ja gut, eigentlich nur gute Erinnerungen. Ich habe angefangen im Motorrennsport, Automobilrennsport, in der Trabi-Szene. Und das ging ja ohne Sachsenring, ging es ja gar nicht. Sachsenring war jedes Jahr Bestandteil der Meisterschaft. Und so kam es eben, dass wir mit dem Sachsenring, damals noch mit Helmut Aßmann und Schumann, wie wir alle waren, den alten Sachsenring eben auch schon bewundert haben und beherrscht haben, heiteren Blick runter mit 170, 180 Stundenkilometer mit den Backen. Und das war eben immer ein Höhepunkt, wenn es in die Seng reinging und die Auspuffer haben geschliffen. Ne? Ja. Und die Auspuffer haben geschliffen. Dann später, nachdem ich dort ein paar Meistertitel errungen hatte, wollte ich in die nächste Klasse, in die Tourenwagenklasse, in die nächstgrößere, und das war eben die Klasse Tourenwagen bis 1300. Und da habe ich dann 5 Jahre lang den Zastava gefahren mit der Stadtnummer 88, den Ex-Mücke. Und da war es genau wieder so angesagt, wenn auf dem Sachsenring gefahren wurde oder wenn ich auf dem Sachsenring fuhr, musste ich gewinnen. Und das hat auch meistens geklappt. Und sag mal so, Kennzeichen für dich war eine Stadtnummer. Ja. Das war eben die Stadtnummer, die 88, und die habe ich auch bis heute wieder, bis heute behalten und habe auch heute wieder sie auf meinem Melkus RS1000. Aber ich muss noch, nachdem ich 5 Jahre mit dem Zastava Meister geworden war und alles gewonnen hatte, musste ich wieder in die nächste höhere Klasse, und das war der Tourenwagen, das waren die Melkus, die MT, MT77. Das ging auch alles gut, wurde wieder gewonnen, bis dann eines Tages ein Crash in der Stadtrunde, in der ersten Runde. Ein Crash also in Hohenstein-Ernstthal. In der Häuserschlucht von Hohenstein-Ernstthal berührte ich eine Bordsteinkante, das Fahrzeug stieg auf, flog an die Hauswand. Fuhr dort 50 bis 100 Meter an der Hauswand lang und stürzte dann ab. Das war dann meine eigentliche Wiedergeburt, dass ich das so überlebt habe. Ein ganz schlimmes Rennen und ein ganz schlimmer Unfall. Als jeder Regenwetter, wenn ich dran denke, das Wasser stand so 5 cm auf der Straße, und da waren auch die tschechischen Kollegen mit dabei. Also es gab dort Unfälle und Tote. Also Hans-Dieter Kessler gibt noch Fotos aus dieser Zeit. Lass uns mal weg. Hans-Dieter, ich will bloß eins mal noch von dir hören, von dir wissen. Es war ja so, als wir am Sachsenring an der alten Queckenberg-Kurve saßen und dort die Autos vorbeifuhren, da hieß es, ah, Zastava, Startnummer 88, der Kessler ist da. Also, es war ein Begriff, oder? Ja. 88 und Zastava. Ja. Auch über die vielen Jahre und jedes Rennen. Wenn jedes Rennen gewonnen wird, dann prägt sich das schon ein. Aber mich selbst hat das auch nicht mehr befriedigt, und deshalb bin ich dann in die Formelklasse. Und da ging es eben wieder von vorne los. Und warst immer mit dabei. Hans-Dieter Kessler ist in Ordnung. Gut, dann sagen wir ganz schnell, Erwin Opelich ist hier dabei. Ja, Beifall natürlich, natürlich. Erwin, womit bist du unterwegs hier am Sachsenring? Also ich bin mit dem Wartburg gefahren. Wir haben mehr oder weniger 1970 begonnen mit dem Turnwagenrennsport. Ich habe 1969 angefangen, das erste Rennen mit dem Wartburg zu fahren auf der Dresdner Autobahnspinne. Das war das letzte Rennen, und dann sind wir noch nach Bernau gegangen, und dann haben wir uns riesig gefreut, dass wir nach der Motorrad-WM mit den Autos auf den Ring durften. Und womit bist du denn nun heute und morgen hier unterwegs? Ich bin mit einem RS1000 unterwegs. Also bist du dieser Linie Wartburg treu geblieben. Diesem steinischen Weg, der ja. Dir sehr viel Fleiß und sehr viel Geduld und vor allen Dingen auch mal Niederschläge mit einstecken muss. Und eure RS1000 sind gestern auf dem Marktplatz in Hohenstein-Ernstthal super angekommen. 7 oder 8 Stück standen dort. Es war eine tolle Sache, eine tolle Nummer. Sepp Melkus war mit dabei. Also, Erwin, wo geht's morgen hin? Nur Präsentation? Ihr fahrt ja keine. Nein, wir fahren morgen mit der Haigo 2 Rennen. Eins morgens um 9 und eins Nachmittag. Und zwischendurch machen wir die Melkus-Präsentation mit. Aber ich möchte noch was zu dem Sachsenring sagen.
wo wir begonnen haben, 1973, mit sehr viel Respekt, weil das ja eine sehr schnelle, aber auch eine schöne Strecke ist. Und wenn man den Badberg runterfährt, Richtung Queckenberg-Kurve, da gab es da unten eine Brücke und die war nicht ganz so gerade wie die Strecke. Man hat uns immer etwas ausgehoben. Rechts war ein Zaun. Der Hans-Dieter, ja. Rechts war ein Zaun mit einer Orwo-Reklame, die sehe ich immer noch jetzt im Geist, wenn ich die dazu verfolge. Und dann musste man in die Queckenberg-Kurve. Und diese tollen Bremsen, die wir damals hatten, da hatte man das Gefühl, dass man auf einen Betonklotz tritt. Es hat sich nichts bewegt. Erst wenn der Kurveneingang kam, dann hatte man gemerkt, so jetzt wird das Auto. Und die langsamer. Kurve war auch verdammt kompliziert. Aber die war schön, war die. Vor dem Ausgang und so weiter. Gut, schön, ja. Das haben wir hier gehört. Morgen wünschen wir dir, Erwin, alles Gute, viel Erfolg. Und dann gib's mal bitte nach außen das Mikrofon, ganz nach außen. Ich bedanke mich noch für die schöne Veranstaltung, dass das alles so wunderbar klappt. Und ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal hier wiedersehen dürfen. Wir haben es vernommen, auch die Freunde vom ADAC. Ja, hier hinten steht einer, der feiert nämlich bald seinen 70. Gar nicht mehr lange hin. Werner Liebers aus Hartmannsdorf, gleich hier um die Ecke. Werner, wenn du hier die Worte vom Hans-Dieter hörst, Chastara, woran denkst du da? Ja, es ist so, dass ich dann auch an mich praktisch jetzt immer denke, wie ich angefangen habe mit dem Auto, jetzt in der Chastara. Auch gern auch den Chastara. Ja, mit vielen Schwierigkeiten und auch Mängeln. Aber irgendwann haben wir ihn dann hingekriegt und es ging auch. Aber eigentlich habe ich hier auf den Kurs 1978 angefangen mit dem Trabant und bin hier eigentlich sehr gerne gefahren, auch mit anderen. Also diese jetzt in der Abfahrt bei dem praktisch jetzt einen heiteren Blick runter zu, das war einmalig dann. Gewonnen hat er noch schon eben letztens, das muss man auch mit sagen. Und im vergangenen Jahr, die ganze Saison, ist er mit dem Titel gekürt worden, Meister der Meister. Was heißt denn das, Werner? Also das heißt Meister der Meister, unsere jetzt in der Rennserie praktisch Haigo, historische Automobilinteressengemeinschaft Ostdeutschland, um fast ungefähr 42 oder 43 Autos, also mit Formelwagen und Führerwagen. Addition der Punkte? Ja. Und da werden die Punkte von allen hier zusammengenommen. Und wir haben ja zwei Wertungen. Einmal wer der schnellste ist und einmal wer am gleichmäßigsten ist. Und die ganzen Punkte zusammengenommen. Da war ich doch noch besser. Und dann gratulieren wir dir heute hier nochmal ganz herzlich. So, Werner Liebers, Hartmannsdorfer. Und dann steht der Manfred Löckner noch mit dabei. Manfred, dein Auto steht gut weit von uns. Gleich hier um die Ecke, oder wie? Das ist richtig. Ich weiß jetzt nicht, von welchem du sprichst. Der MD-77 ist mein Eigentum. Bewege eigentlich den Server, der jetzt Eigentum von Herrn Norbert de Bolla ist, der aber aus gesundheitlichen Gründen das Auto nicht mehr fährt. Und da fahre ich das die letzten zwei Jahre schon. Tja, und angefangen hatte ich ja mal mit dem Trabant 78, bin dann umgestiegen auf Spider, in der Spider-Klasse. 79, 80 wurde ich in der besten Ermittlung zweiten Platz, hatte ich da belegt. Dann ist die Klasse aufgelöst worden, da gab es dann nicht mehr die B6, habe ich leider zerschnitten. Was mir jetzt jeder eigentlich nachtraut, dass ich das getan habe, habe aber dann mich bin umgestiegen auf dem Rennwagen, also erst mit dem SEG von Roland Prüfer, was das Kramer-Auto gewesen ist, und habe mich dann später zu den MD-77 dann weiter. Da war ich jetzt, da hatte ich jetzt hingezielt, ja. Und jetzt frage ich dich, Manfred, am Start habe ich dich heute nicht gesehen. Ja, das ist richtig, ich fahre im ADMV Classic Cup normalerweise. Das ist auch wieder eine andere Linie. Ja, das ist auch aufgrund der finanziellen Sache ist das eigentlich nicht ganz so kostspielig, wobei die Heiko schon eigentlich von der Organisation und vom ganzen Drum und Dran schon eine gute Sache ist, das möchte ich schon sagen. Also wünschen wir dir in dieser Meisterschaft, dieser ja. Serie natürlich auch alles Gute. Liebe Freunde, danke. Wir begrüßen hier die Spezies, will ich mal so sagen, der Führerradszene, die hier die Zeit gefunden haben, hier auf die Bühne zu kommen. Werner Liebers,
der immer jung gebliebene Mann, der hier morgen auch an die Spitze fahren will. Der Manfred Köttner, dazu der Erwin Ubelich und Hans-Dieter Kessler hier neben mir. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute, liebe Freunde, und bleibt gesund!